Hey Freunde und damit herzlich willkommen bei eurem Tuelfer und herzlich willkommen nochmal zu einem kleinen Info- und Erklärungsvideo. Man weiß es nicht. Und zwar geht es in diesem Video um zwei Themen. Zum einen um Hello Neighbor und zum anderen um ein paar Kommentare, die ich in letzter Zeit irgendwie verstärkt gekriegt habe. Weil in letzter Zeit haben mir oft Leute von euch in die Kommentare geschrieben, yo Tuelfer, du siehst so müde aus. Manche auch, yo, glaubt ihr, Tuelfer macht oft die Nacht durch oder sowas? Und das ist sehr lustig, Freunde, weil ich eigentlich jetzt im letzten Monat so viel geschlafen habe, wie vermutlich im ganzen letzten halben Jahr nicht. Wieder angefangen habe, Sport zu machen und so, mich eigentlich so gut fühle, wie schon lange nicht mehr. Und dann schreiben mir die Leute in die Kommentare, yo, Tuelfer, schläfst du nicht? Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, weil ich hier meine Beleuchtungssituation ein bisschen geändert habe und das Licht jetzt mehr von oben kommt. Und ich glaube dadurch, wenn ich Horrorgames aufnehme, ist man ja auch immer so ein bisschen angespannt und geht mit dem Kopf ein bisschen weiter nach vorne. Und ich glaube dadurch sehen einfach die Augenringe viel extremer aus, wie sie eigentlich sind, weil das Licht halt so ein bisschen von oben runter scheint. Ja, ich fand es nur sehr lustig, weil es mir eigentlich im Moment so gut geht, wie schon lange nicht mehr. Und dann kommen Kommentare, yo, findet ihr nicht auch, dass Tuelfer perfekt müde aussieht? Nein, mir geht's gut, danke. Danke, dass ihr aber nachfragt. Schön, dass sich jemand Sorgen macht. Aber das wollte ich nur mal eben klarstellen, nicht, dass noch mehr von den Kommentaren kommen und ihr wirklich denkt, yo, Tuelfer, geht's nicht gut, mir geht's gut. Ist alles in Ordnung. Ansonsten kommen wir mal zu Hello Neighbor, weil im Moment ist ja jetzt quasi bei Secret Neighbor haben wir jetzt ja verschiedene Testphasen und sogar. Und mir ist natürlich nicht entgangen, dass Secret Neighbor bei euch nicht annähernd so gut ankommt, wie beispielsweise das originale Hello Neighbor angekommen ist mit den ganzen Secrets und der Story und so weiter. Das hat euch ja richtig Spaß gemacht und Secret Neighbor ist so... Lieber nicht. Und deswegen habe ich auf YouTube im Community-Tab, da könnt ihr ja mal reingehen, eine kleine Abstimmung gestartet, wo ich einfach mal nachfrage, yo, habt ihr keinen Bock auf Secret Neighbor? Findet ihr das nicht so interessant? Wollt ihr lieber die Secrets und die Mods sehen? Und ja, im Moment sieht es so aus, als wollt ihr lieber Secrets und Mods sehen. Wer noch nicht abgestimmt hat, kann gerne mal abstimmen. Ihr könnt mir natürlich auch eure Meinung hier in die Kommentare schreiben. Da könnt ihr natürlich ein bisschen ausführlich antworten, dann weiß ich noch eher Bescheid. Und ja, was ich dazu dann nur sagen will, ist, dass ich einfach versuchen werde, mit Secret Neighbor jetzt auch nochmal ein, zwei Mods immer mal so reinzustreuen. Und im Dezember kommt ja Hello Neighbor Hide and Seek, also quasi die ganze Vorgeschichte zu Hello Neighbor, wo wir dann die ganzen neuen Story-Elemente haben, wo wir dann garantiert auch wieder richtig viele Secrets haben, die wir suchen können. Und ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall mehr als genug zu tun haben, wenn dann Hide and Seek endlich kommt. Da seid ihr ja auch richtig gehypt drauf, das haben wir ja in der Testphase schon gesehen, dass ihr da auf jeden Fall mehr Spaß dran habt als an Secret Neighbor. Ja, ich wollte das nur mal hier rauswerfen, damit auch alle, die das jetzt die Abstimmung noch nicht mitgekriegt haben, die Gelegenheit haben, an der Abstimmung teilzunehmen. Und dann bin ich gespannt, wie die Abstimmung aussieht, aber es geht auf jeden Fall stark in die Richtung Secrets und Mods. Und es sind in letzter Zeit auch nochmal einige Mods neu dazugekommen. Deswegen werde ich einfach mal gucken, dass wenn wir Secret Neighbor Runden machen, dass wir auch zwischendurch mal ein paar Mods, ein paar Secrets machen, Freunde. Na, das wollte ich nur mal sagen, ne? Hat sich gerade angeboten, weil ich hier das Infovideo machen wollte. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen in irgendeinem anderen Video wieder. Euer Tuelfer verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.